kurz da ran. Ich habe jetzt gerade geschaut, was für ein Vortrag kommt und habe jetzt die Frage bekommen, ob ich das in Deutsch oder in Englisch vorlesen will. Aber ich finde, cooler klingt einfach Englisch. Es hat sowas so Zukunftswerkstattmäßiges, so Trendiges. Ja, jetzt kommen wir zu Regina Pfeifenberger von der Zentralen Landesbibliothek in Berlin. Und auch sie hat einen ganz tollen Vortrag dabei. Und wir sind auch ganz stolz, dass sie hier ist. Und sie hat die ganze Zeit mitgefiebert bei jeder Kleinigkeit, die wir gemacht haben in den letzten 9 Monaten. Und war immer völlig dabei. Das fand ich immer ganz süß und ganz toll. Und deswegen sind wir auch sehr stolz, dass sie heute hier redet. Und zwar zu dem Thema, jetzt kommt Englisch, Mobile Library Interfaces, Best Practice Beispiele. Ja, vielen Dank, Christoph. Ja, also ich habe meine Masterarbeit geschrieben zu dem Thema mobile Bibliotheksdienstleistungen und möchte heute ein paar Best-Practice-Beispiele von Interfaces, also Websites und Online-Katalogen für Mobiltelefone zeigen. Vorweg ein paar Fakten. Es gibt über 3,5 Milliarden Mobiltelefonverträge weltweit. Das ist jeder zweite Erdbevölkerungsmensch, der einen Mobiltelefonvertrag hat. Es gibt weltweit mehr internetfähige Handys als PCs. 95% der sogenannten Net Generation besitzt mittlerweile ein Mobiltelefon. Und wie wir gestern bei Patrick gehört haben, 35% in Deutschland nutzen das mobile Internet. Die Nutzung hat sich von Januar 2008 bis 2009 verdoppelt. Und Prognosen gehen davon aus, dass bis 2015 die Nutzung des mobilen Internets um 300% zunehmen wird. Was wichtig ist, damit dieses Wachstum auch wirklich eintritt, ist, dass die Datenraten immer günstiger und schneller werden. Ja, was können diese neuen Geräte? Hier habe ich jetzt mal die Marktführer abgebildet. Nokia, das iPhone, das BlackBerry, HTC, Palm und das G1. Wie man sieht, sehen die sich alle ziemlich ähnlich. Alle haben große Displays, Touchscreens. Sie sind viel leistungsstärker als die Generation der Telefone davor, also haben mehr Akkulaufzeit, mehr Speicherkapazität. Sie sind wesentlich benutzerfreundlicher, intuitiv zu nutzen. Sie haben zusätzliche Funktionen wie Location Awareness, also durch dieses integrierte GPS und viele Bewegungs- und weitere Sensoren. Wenn man es zum Beispiel schüttelt, lädt sich eine Seite neu. Wenn man Spiele damit spielt, erkennt es, welche Bewegungen man macht und so weiter. Sie haben voll funktionstüchtige HTML, Browser, Mobil, Safari, Opera, Windows Explorer, sogar der Firefox gibt es als mobile Version. Und es ist möglich, Applikationen zu entwickeln, die man auf diese Plattform stellt, die dann jeder Nutzer herunterladen kann, was es dann auch für Bibliotheken besonders interessant macht. So, auch das Web 2.0 ist mobil. Hier eine kurze Übersicht und längst nicht vollständig von Web 2.0-Diensten, die mobil optimierte Anwendungen entwickelt haben. Und wie wir ja wissen, nutzen gerade die Menschen aus der jüngeren Generation besonders gerne soziale Netzwerke und andere soziale Dienste. Also warum braucht man überhaupt mobile Interfaces? Warum kann man nicht einfach, da diese Handys so ein relativ großes Display haben, und voll funktionstüchtig ins Internet gehen, extra optimierte Interfaces für Mobiltelefone? Das ist jetzt ein Beispiel von einer konventionellen Webseite von Amazon auf meinem iPhone. Also wie man sieht, sieht man nicht viel, außer eine ziemlich volle Seite. Man kann schlecht lesen, was dort steht und findet sich dort nicht zurecht. Dann gibt es Transcoding-Dienste, die diese Websites für eine mobile Nutzung transkodieren. Das würde dann so aussehen, es gibt einen Suchschlitz und viel mehr nicht. Und das ist jetzt die mobile Webseite von Amazon. Übersichtlich, alles auf einen Blick und nicht überladen. Jetzt möchte ich ein paar Beispiele von Bibliotheken, besonders aus den USA, kurz zeigen, um einfach mal zu zeigen, was
was es bisher gibt und was man vielleicht dort auch noch verbessern könnte. Aber kurz noch ein paar Kategorien. Inhalt und Design muss auf die mobile Nutzung optimiert werden. Der Inhalt, wie man eben schon gesehen hat, sollte auf das Nötigste reduziert sein. Es sollte alles auf einen Blick sichtbar sein. Eine intuitive Navigation ist auch wichtig. Man muss sich gut zurechtfinden und gut navigieren können auf einer mobilen Website. Und es bietet sich besonders an, die neuen Funktionen dieser neuen Art von Geräten auch einzubinden, wie die Location Awareness, Multimedia-Dienste und auch Web 2.0-Dienste. Das ist jetzt die konventionelle Website von der New York Public Library, auf meinem iPhone dargestellt. Wie man sieht, wieder relativ unübersichtlich und klein. Und das ist die mobile Webseite der New York Public Library. Also hier sehen wir die einzelnen Bibliotheksstandorte, eine Suche, laufende Ausstellungen und Hilfefunktionen sowie eine Feedbackfunktion. In der Suche gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Bestand zu durchsuchen, aber auch im Web. Hier unten ist immer noch ganz gut erklärt, welche Inhalte man dann tatsächlich durchsucht. So sieht dann die Suchmaske aus für den Online-Katalog. Allerdings ist hier unten ein Link, dass, wenn man jetzt die Suche startet, die mobile Seite verlässt, da es sich hierbei noch um eine Beta-Version handelt und die den Online-Katalog gerade noch entwickeln. Deswegen kann ich den jetzt leider noch nicht zeigen. Ja, so würde jetzt die Seite von den Standorten der New York Public Library aussehen. Die sind nach Stadtteilen geordnet und klickt man dann auf einen einzelnen Standort, bekommt man die Adresse, die Telefonnummer. Wenn man hier raufklickt, wird sofort diese Nummer angerufen. Hier sind die Öffnungszeiten des aktuellen Tages und darunter dann die Öffnungszeiten der Woche. Scrollt man weiter runter, kommt man zu einem Link, der direkt zu den Google Maps führt und den Standort der Bibliothek anzeigt. Und durch das integrierte GPS kann man, wenn man hier unten raufklickt, sofort sich seine Route anzeigen lassen von dem aktuellen Standort zu der Bibliothek. So, ein weiteres Beispiel, das ich kurz vorstellen möchte, ist der WorldCat. Das ist die normale Webseite, wieder auf meinem iPhone nicht so schön dargestellt. Das ist die mobile Webseite vom WorldCat. Hier unten kann man nach Kategorien suchen und oben ist ein Suchschlitz, der quasi alle Felder durchsucht. So würde dann die Suche aussehen. Das ist jetzt die Trefferanzeige. Scrollt man weiter runter, kommt man auf weitere Treffer. Ich finde, das ist ganz schön dargestellt, noch mit einer Abbildung von dem Titel. Man kann auch noch nach ähnlichen Büchern suchen und man kann hier seine Postleitzahl eingeben und bekommt dann die nächstgelegene Bibliothek angezeigt, sofern sie ihren Bestand natürlich im WorldCat hat. Das wäre jetzt von Berlin aus Chemnitz. Man kann sich auch noch per E-Mail diesen Titel schicken lassen. Allerdings sind weitere Funktionen, wie zum Beispiel das Buch bestellen oder sich den Standort der Bibliothek anzeigen, nicht möglich. Der WorldCat hat allerdings eine Application entwickelt, die im Moment nur in den USA zu nutzen ist, wo das dann möglich ist. Und eigentlich müsste das in Deutschland auch schon längst da sein. Ich warte darauf. Die App, die man in Deutschland bekommt, und meines Wissens ist es bisher auch die einzige Bibliotheks-App, die man in Deutschland sich auf sein iPhone laden kann, ist die von der District of Columbia Public Library. Das sieht dann so aus. Man klickt einfach drauf und bekommt dann diese Startseite.